kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam mich die Angst und gerannte nach Hause. Langsamer, Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Tja, in dem Sinne, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033 Redux. Wir fahren ja immer noch auf den Gleisen. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Und wir werden anscheinend einen anderen Tunnel nehmen. Und dann habe ich auch nicht mehr wirklich viel Ammo. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen wird. Gehe ich mal schwer davon aus. Wenn schon mein Kollege hier so mit der Waffe im Verdammt tut mein Kopf, Anschlag da sitzt oder hockt oder was auch immer. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Artyom. Okay, auf den Bereich hinter uns. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wo ist denn das? Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Mein Gott! Artyom! Was ist das? Okay, ich glaube, das sind das. Oder diese Gestalten, die sie die Schwarzen nennen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier neu. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße! Das ist gar nicht gut! Von wo kommen sie denn? Ah, oh Gott! Knauze, ja! Ihr schießt! Ich bediene den Helfer! Wow! Hilfe! Okay, ich habe keine Pistole mehr. Meine ganze Munition ist anscheinend leer. Wow! Oh.
eine Schrotflinte! Einer ist schon weg. Ja, ein wirklich guter Schütz bin ich auch noch. Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ist dieser Typ vielleicht doch nicht tot? Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Achom. Auf mich. Auf dich. Ja, ich trinke auch. Eine leere Tasse anscheinend. Oder aus einer leeren Tasse. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich. Okay. Achom, auf dich! Oh, Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Hey, okay, man sieht da. Das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf deine Gesundheit. Okay, die sind ja echt sehr trinkfreudig. Aber man merkt schon, es sind Russen. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Mosanis. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er. Ich gehe einfach mal hier runter. Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Ich weiß gar nicht so recht, wo ich hier eigentlich hin muss. Bewegung! Ach, hier haben wir einen Schießstand. Das heißt, hier muss wahrscheinlich auch irgendwo in der Nähe wieder ein Waffenhändler sein. Gehe ich mal davon aus. Ich hatte mir doch gerade irgendwas zum Interagieren. Irgendeine Taste konnten wir auf jeden Fall drücken. Ich spam jetzt einfach mal ein bisschen. Ah, okay. Ja, da war aber nichts drin, außer Ratten. Was haben wir hier drinnen? Ja, jeder liest ja hier Metro 2033. Ich habe das Glück, ich darf sogar spielen. Ja, wohin ich allerdings so recht muss, weiß ich gar nicht. Ich schaue jetzt einfach mal auf mein Board. Wie habe ich das denn jetzt nochmal ausgepackt? Ah, okay.
Okay, da sind wir ja eigentlich gerade dabei. Ich denke mal, das hängt ja alles mit unseren Missionen zusammen. Sir, dürfte ich mal vorbei? Okay, nee, er lässt mich aber nicht vorbei. Okay. Sind Sie Artyom? Ja. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Jeder möchte hier heutzutage Patronen haben. Ja, aber dann geben wir ihnen halt mal die Mund. Danke, gehen wir. Okay. Wo schwebe ich denn hier rum? Oder bin ich nur so groß? Ah, nee. Hier sind lauter Bettler. Da geht mein ganzes Geld oder meine ganze Munition dahin. Da bleibe ich jetzt erstmal... Sind wir schon da? Nee, okay. Ich hoffe, der will uns hier nicht linken, der Bengel. Da hinten sitzt er. Da sitzt also, er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Richtig. Setz dich. Ich muss mich tatsächlich setzen. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Ich suche mir dann erstmal diesen Waffenhändler. Na gut, ich warte. Aber trödle nicht herum. Und dann werde ich mir erstmal eine neue Waffe kaufen, denke ich mal. Wenn er mir schon eine Vorauszahlung gibt, denke ich mal, wird es auch für eine Waffe reichen. Ich hebe das Geld jetzt einfach mal auf. Okay, dann schauen wir doch einfach mal, wo dieser Händler war oder ist. Wir waren ja schon vorhin an diesem Schießstand. Hey Baby, gefällt dir, was du siehst? Oh, holla Mama, sieht da. Sollen wir uns eine schöne Zeit machen? Sonderpreis für dich. Eine Mun? Ist das eine Pistole in deiner Hosentasche? Oder freust du dich so, mich zu sehen? Ich freue mich bloß, Baby. Ja, ich wollte gern mal das Heck sehen, aber... Komm her, Baby. Ich kann hier leider ich gar nicht das vorbei. Frischeste Fleisch auf dem ganzen Markt. Oder komme ich hier vor? Ach, wisst ihr was? Den Spaß gönnen wir ihn jetzt, lieben. Den lieben Artyom. Okay. Komm mit mir, Süße. Okay, also anscheinend gibt es auch eine Überraschung bereit. Im Jahre 2033 auch noch die Prostitution. Ich. Jetzt schließ deine Augen. Und mach dich auf eine große Überraschung gefasst. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh! Das war natürlich jetzt ein fieser Hinterhalt. Du Idiot! Jeder weiß, dass man nicht mit Niki gehen darf. Ihr Hintern ist wirklich ein starkes Stück, was? Sieht so aus, als ob deine Taschen entleert wurden. Das ist es, was man bei ihr bekommt. Okay, das ist natürlich jetzt richtig bitter, denn ich wurde anscheinend jetzt bestohlen. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie ich nachschauen kann, wie viel Geld ich überhaupt habe. Ich habe anscheinend nicht mal eine Waffe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, aber es ist nicht so schlimm. Die knöpfe ich mir auf jeden Fall nochmal vor, also wenn ich sie mal sehen sollte. Ja, na, es ist natürlich dann, ja, ziemlich schlecht. Denn ich habe jetzt gar kein Geld, um mir neue Waffen, denke ich mal, zu kaufen. Kann ich mein Geld hier sehen, indem ich auf dieses Ding hier schaue? Nee. Okay. Ja gut, dann hätte ich mal gesagt, gehen wir vielleicht doch zu diesen lieben Herren. Und werden uns dann erstmal hier als Söldner melden. In der Hoffnung, dass wir seine AK bekommen. Bist du bereit? Ja, selbstverständlich. Um diese Mistloch zu hocken ist nutzlos. Du sagst es. Ich hoffe, ich habe noch meine Waffen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier schauen kann. Also Tasten sind ja auf 1, 2, 3 und so weiter.
Allerdings... Ah, hier sehen wir doch alles. Aber wo ist ich denn mein Geld? Ich wurde tatsächlich ausgeraubt. Es ist wirklich zum Kotzen. Also ich glaube, hier sogar 2033 kann man keine mehr trauen. Aber nichtsdestotrotz, wir werden natürlich einfach mal weitergehen. Okay, scheint ja fröhlich oder glücklich zu sein. Ich möchte mich erstmal hier ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich ja wieder ein bisschen Geld und Munition. Sehr schön. Wo ist denn jetzt der Kollege hin? Hier ist er. Ah, der schiebt hier schon fleißig den Schrank weg. Oder diese Kiste. Okay. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Okay. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Ja, ich habe leider nur 21 Schuss. Und meine Schrotflinte habe ich auch nicht wirklich viel. Ah, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Okay. Ah, sieht ja nicht ganz gesund aus, der liebe Herr hier. Aber vielleicht findet man hier... Hier liegen schon eine Menge tote Leute. Oh, das mit diesen Mücken, das ist ja echt gerade cool gewesen. Da haben sie echt geil gemacht. Habe ich überhaupt meine Maske auf? Oh, nee. Aber ich glaube, ich brauche die auch gar nicht. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Ich würde dich gerne mal hier rein schauen. Ja, ich möchte gerne mal hier reinschauen. Ganz kurz, ich möchte hier... Bräuchte hier ein bisschen Munition. Und ich habe hier so einen Modi gewählt, da eigentlich die Munition... mehr oder reichlicher vorhanden sein soll. Also hier tut sich auf jeden Fall was. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Schatten. Was haben wir denn hier? Wow, bin ich jetzt erschrocken. Das hat sich natürlich jetzt... Wow, das hat sich natürlich jetzt rentiert. Ich komme jetzt hierher, um Munition oder irgendwas in der Richtung zu suchen. Und im Gegenteil, ich verliere sogar noch meine Munition. Ich denke, wenn ich hier runterfalle, werde ich höchstwahrscheinlich tot sein. Oh, yeah. Was ist denn das? Kann ich... Oh, das ist doch eine schöne Waffe. Hat sich's doch rentiert. Hierher zu kommen. Aber was ist denn das für eine Waffe? Wo ist denn diese? Ach, das ist anscheinend eine Druckluftpistole. Glaube ich. Allerdings muss sie ja auch mit Munition schießen. Ich glaube allerdings war das nicht so sinnvoll, dass ich meine andere Waffe hier dafür liegen lassen habe. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Munition gefunden. Ich hoffe, dass der liebe Kollege jetzt auch auf uns wartet. Diese vier sind aber auch ganz schön schnell. Okay, ich finde allerdings meine andere Waffe leider auch nicht mehr. Und hier ist ein Loch, da habe ich ja Glück, dass ich hier nicht rein gehopst bin. Okay, wir schauen auf jeden Fall mal weiter mal zu meinen Kollegen. In der Hoffnung, dass sie hier auch auf uns gewartet hat. Ja, da vorne steht auf jeden Fall jemand.
von der Umgebung her macht es hier wirklich einen geilen Eindruck, als sie hier wirklich richtig... Es klingt jetzt wahrscheinlich hart, aber es sieht richtig abgefuckt aus. Also genauso wie man sich das vorstellt, hier nach so einem Atomkrieg oder was. Oder was auch immer das ist, wa? Kenne ich, Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Okay. Was haben wir denn hier? Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Okay, es gibt also auch Fallen oder sowas in der Richtung. Was hat denn der in der Hand? Was war denn das? Okay, ist ja nicht so schlimm geschaut. Ich will hier trotzdem nochmal kurz hinterschauen. Denn ich bräuchte natürlich echt ein bisschen Munition. Ah, okay. Jetzt nicht an diese Dosen kommen anscheinend. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Ja, mein Messer. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Wahrscheinlich nicht reinlaufen. Ich denke mal fast, ich darf... Was ist denn da? Ach, Munition, oder? Nee, kann ich... Ah nee, das wollte ich jetzt nicht. Weil so eine Shotgun habe ich ja schon. Genau. Okay, ich denke mal, dass ich jetzt dann hier drüber springen muss. Ich hoffe, ich werde es auch gebacken bekommen. Ja, okay, sehr schön. Ah, okay, ich kann auch diese Fallen zerstören oder... beschneiden oder zerschneiden. Ja gut, wir schauen auf jeden Fall mal weiter. Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Ja, aber selbstverständlich. Dürfen sie mich nicht sehen wahrscheinlich, oder? Oh, ich soll vielleicht auch mein Licht ausmachen.